Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge mit dem FC beim Football Manager 2019. Ja, hiermit geht die Serie des FC aus der Beta in die Vollversion, in den Europapokal, zweimal Europapokal zu Ende. Zumindest ist das mein Plan. Ihr könnt gerne widersprechen, aber ich will eigentlich meinen Journeyman demnächst starten. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Wenn alles super geht, so mit den meinen Vorbereitungen, die ich treffen habe, müsste heute Samstag sein, wenn das Video rauskommt. Für mich ist es dieser Samstag die Woche vorher gerade noch. Und dann könnte vielleicht die nächste Woche oder spätestens, denke ich, übernächste Woche, würde dann der Journeyman, der Wander Yeti, endlich mal starten. Yes! Und jetzt heißt es erstmal ein kurzer Rückblick auf die Saison, auf die Karriere des Freddy Yeti beim 1. FC Köln. So, wir sind diese Saison Fünfter geworden, nachdem wir aufgestiegen sind. Super Saison, super brutales Team. Halleluja. Aber richtig brutal. 114 gelbe Karten. Das sind fast drei im Schnitt. Zweitbeste Offensive, muss man auch mal sagen. Und wir gehen jetzt einfach mal Siegprämien, pipapo. Übrigens ist Berlin, Hertha BSC Berlin, Pokalsieger gewonnen gegen Gladbach. Oh, das so. Spieler in beste Elf aller Zeiten aufgenommen. Ja, was haben wir denn hier so? Schmitz, Chichos, Meret, Hector, Cuzziello, Xadas, Mann, Clemens, Reulinton, Schimanski. Können wir mal gucken, wie hat sich Hector denn bei Paris geschlagen? Hat einige Spiele gemacht. Ja. Also, gute Leistung, würde ich mal sagen, ne? Ist auch noch viel wert, also, ach Gott. Ach, Hector, Hector. Ansonsten, was hat denn, wen haben wir denn noch? Clemens ist ja auch gegangen, der ist zu Bremen gegangen, zum Absteiger. Vielleicht keine ganz so gute Entscheidung. Hat in der Liga, durchschnittlich gespielt. Bei uns war er deutlich erfolgreicher gewesen. Naja. Ja. Dies war's. Die anderen sind ja alle noch bei uns. Auszeichnung Ende Saison. Mal gucken. Was haben wir denn? Max wurde Spieler der Saison. Okay. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher Gerassi gesehen, weil der hat echt gut getroffen. Der hat echt gut gespielt. Also ich hätte jetzt Gerassi gelassen. Ah gut. Timo Horn nur auf Platz 2. Tor der Saison ist von Xadas gegen Frankfurt. Neuzugang war David. Wie hat denn der so gespielt? Boah. Okay. Ich fand ja Torres besser, aber gut. Ich muss man eh mal verstehen. Talent der Saison ist Gerassi. Völlig verdient. Der hat ja ohne Ende getroffen in der Liga. Also echt stark aufgespielt. So, jetzt gucken wir uns mal das Tor von Xadas gegen Frankfurt an. Mit Sandro Wagner vorne im Sturm. Ey. Naja. So, schauen wir mal. No. Xadas jedenfalls. So, Schmitz und Xadas. Der... Oh, aus der Distanz, ja, kann man, ist okay, würde ich sagen, ist okay. Schönes Ding. Saisonrückblick, was gibt's denn hier? Fünfter, zweite Runde gegen Chelsea. Übrigens, Europa League. Chelsea ist auch Europa League-Sieger geworden. Von daher kann man sagen, wir sind gegen den amtierenden... Wir sind gegen den späteren Titelgewinner rausgeflogen. So. Im Pokal ja leider verloren gegen Leverkusen, gegen Bayern leider dort auch verloren. Supercup waren ja zwischendurch nur mal bestenfalls Vierter, aber ich bin völlig zufrieden. Bestes Spiel war eigentlich das 4-0 gegen Hertha. Ja, das war ein katastrophales Spiel. Ernsthaft, das war ein ganz schlimmes Spiel. Wir sollten das sogar erreichen, ernsthaft? Medientipp 10. Wir haben überperformt ohne Ende. Unser Riesentalent, Stefan Focke hier. Der entwickelt sich, der wird richtig geil. Oh, was freue ich mich auf den. Wobei, ich spiele gar nicht weiter. Egal. Vielleicht spiele ich jetzt ja privat ein bisschen weiter. Mal gucken, wenn ich mal Lust drauf habe. Neben Journeyman irgendwie. So, Mannschaftsgefüge. Können wir mal kurz reingehen. Mannschaftsgefühl. Hierarchie. Horn, Özcan und Cuzziello sind die Leader schlechthin. Dann sehr viele einflussreiche Spiele. Ja,
Ja, es ist eine gute Pyramide, ne? Fast jeder außer Marin, Dialek und Moreno, die ja jetzt frisch dabei sind, mögen mich. Sogar Radar unterstützt mich schon. Teambesprechung. Oh Gott, Pläne für nächste Saison. Ja, Europapokal, ne? Europapokal oder wollt ihr jetzt schon Champions League? Ich bin für Europapokal. Ach, das ist doch schön. Alles gut, alles gut. Europapokal ist glücklich. Europapokal ist glücklich. Geiles Deutscher sein. So, Zufriedenheit. Meier, Verletztenliste. Timo Braun. Who the fuck ist Timo Braun? Kein guter Spieler. Markovic ja noch. Ah, der ist ja mittlerweile wieder in der Reha, soweit ich weiß, genau. Ach, der arme Junge, ey. So ein guter Spieler. So ein guter Verteidiger. Der hat uns. Durch seinen Ausfall ist vielleicht auch ein bisschen die Champions League Quali uns weggegangen. Ja, komm, 6 Wochen ist okay. Torres Entwicklung positiv. Übrigens, unser aktuelles Budget hier 14 Millionen. Wobei ich hatte mal was mehr. Ich gebe zu, ich hatte mehr. Ich hatte 37,5, wie ihr hier seht. Ich habe aber schon einen Transfer getätigt für die neue Saison. Feed up wurde auf eigenen Wunsch auf die Transferliste gesetzt und ich habe mir gesagt, was? Komm her, Junge. Ich habe zwar gerade das Budget nicht, aber komm her. Und dann 21,5 Millionen, keine Extraklausel, nix, kommt er zu uns. Gut, sieht man irgendwo, was er verdienen wird? Vertrag? Vertragsangebot? Ja, er wird ganz schön viel Kohle verdienen. Er kriegt nach 5 Spielen 2,7 Millionen, das ist voll okay. Er kriegt ganz schön gute Prämien für Saisontore, ne? Der kann da noch bis 1,8 Millionen extra verdienen. Aber ich gesagt, übrigens bis 2025 Vertrag. Der ist es wert. Der ist es wert. Der ist so ein geiler Stürmer. Oh, auf den freue ich mich. Joelinton wird wahrscheinlich das. Hat mich nicht überzeugt. Also ja, er hat getroffen ein paar Mal, aber er hat mich diese Saison nicht so gut überzeugt, muss ich zugeben. Der war. Oh, im 1 gegen 1 war er echt schlecht. Echt schlecht. Vielleicht spiele ich auch demnächst mit 2 Stürmer. Wie der FC in Real. Ja, also nicht gegen Real. Ihr wisst, was ich meine. Jo. Genau, das gibt's. Gibt's hier sonst was zu. Passiert jetzt hier nochmal was Interessantes? Ansonsten gucke ich noch ein bisschen auf Statistiken. Jo. Radar, Radar, Radar. Ah, guck mal hier, ganz viel. Pläne zum Stadion aus. Was? Oh! Oh! Cool! Obwohl, ich wollte das ja auch haben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. 86 Millionen. Bürgschaft 43 Millionen. Durch den Start und Cash Hashtag 2, aha, die durch neue Erschließungen auf dem Gelände des geplanten Stadions entstehen. 13 Monate? Was? Was? Wie ekelhaft ist das denn? Wie geht's? Bah! Ernsthaft? Ich bin jetzt die ganze Saison. Gut, das ist ähnliches groß, aber wir stehen denn ein ganzes Jahr in Düsseldorf. Wie ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Oh Leute. 66.000 ist natürlich geil, aber. Genau, Trainings- und Jugendeinrichtungen werden verbessert. 6 Monate, sehr schön. 4,1 Millionen. Der ist nicht. Hä? Achso, er ist enttäuscht darüber. Ja, gut. Er war verletzt, ne? Das war ärgerlich für ihn. Er war zuletzt echt verletzt. Das verstehe ich, dass jemand ihn nicht nominiert. Scouting, ja, gut. Gagawa. Was haben wir hier? Evo. Was ist das denn? Achso. Die EM. Wir haben 2 dabei. Sehr schön. Und wenn, ja, ich will Spielberichte. Kommt noch irgendwas Interessantes nochmal? Gucken wir mal. Gut. Nach Düsseldorf.
Ja, in Düsseldorf spielen, ey. Ich krieg die Krise. Gut, wir gehen mal ein bisschen in Statistiken rein. Nee, hier nicht. Bundesliga. Achso, das Playoff ist noch gar nicht zu Ende. Wann ist denn das zweite Spiel? Montag, heute. Ach, guck mal, das simulieren wir doch nochmal ganz schnell, dass ich weiß, wer auf- und absteigt. Definitiv. Ja, das war klar. Wolfsburg bleibt in der Liga. Siegprämie 3,7. Ja, passt. Passiert vielleicht jetzt nochmal am nächsten Tag irgendwas? Hallo? Passiert irgendwas? Spannung? Nö. Gut, dann gehen wir mal in die Bundesliga. Genau, das kennen wir ja. Wir gehen zu den Statistiken. Teamübersicht. Meisterschüsse aufs Tor. Sind wir nicht vertreten. Meiste Tore hat Schalke gemacht. Okay, 69 Tore. Heieiei. Wir haben am zweitmeisten Tore. Ist auch gar nicht so schlecht. Oh, die haben 15 Tore nach Ecken. Halleluja. Was ist das hier? Tabellenplatz. Ach so. Ansonsten Tore nach indirekten Freistößen haben wir viele. Tore nach direkten Freistößen auch super. Gelbe. Guckt euch diesen fucking Abstand an, ey. Oh, hier. Das sind 33 gelbe Karten mehr als der zweite. Das ist heftig. Begangene Fouls, ja gut, das war klar. Schüsse aufs Tor haben wir die meisten. Erspielte Torchancen haben wir auch die meisten. Ballbesitz geht so. Okay, meist angekommene Flanken sind wir nicht vertreten. Kopfballduelle auch nicht. Angekommene Pässe auch nicht. Ballbesitz, ja, Platz 6. Meiste Fouls begangen. Hey! Wir sind das fauler Team. Erfolgreiche Tacklings immerhin auf Platz 7. Bei so vielen Fouls. Spiel zu 0, wenigste Gegentore. Ja, 38 finde ich okay. So, Spieler. Was haben wir hier? Meiste Schüsse aufs Tor. Haben wir keinen dabei? Nö. Top-Torschütze ist Guirassy bei uns mit 14 Toren. Platz 5 immerhin. Fiete Arp kriegen wir neu dazu. Da freue ich mich richtig drauf. Bobby Wood mit 14 Toren, ey. What fuck? Ja, da haben wir auch keinen dabei. Vorlagen vielleicht? Nö. Ja, ich habe ja viel rotiert, das macht auch viel aus. Dribblings? Nö. Kilometer? Wir haben keine laufstarken Spieler. Gut. Tacklings? Auch nicht. Selbst da nicht. Entscheiden? Nee, auch nichts. Mein Gott. Spieler zu null? Nö. Wenigste Gegentor. Ja, hey, Horn hier auf Platz 7. Gut. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Hier sind wir auch nicht vertreten. Wir haben nicht die brutalsten. Wir sind nur in Gänze brutal. Fehler mit Torfolge. Mensch Horn. Mensch Horn. Auszeichnung. Achso, Spiel der Woche und so, ne? Spiel des Tages. 11 des Jahres. Ist keiner von uns drin. Schade. Schade, schade, schade. Fußballer des Jahres, ja gut. Lewandowski, Emre Can und ja, okay. Fußballtrainer des Jahres. Warum bin ich da nirgends dabei? Peter Bosch. Warum bin ich da? Warum Tietz? Warum Tietz und nicht ich? Ich war, finde ich, erfolgreicher. Na, ganz im Ernst. Die hätten ja Medienplatz. Na oh gut, Medienplatz 14 und sind 6. Also gut. Kovac hat ja jetzt auch nicht das Riesige geleistet mit Bayern halt. Spiel des Tages, ja gut, das hatten wir eben. Torjägerkanone. Boah. VDV, was ist VDV? Okay. Fußballtrainer des Jahres. Ist doch Newcomer der Saison. Mendil, okay. Gomez und Everton. Ja, Everton war gut. Spiel der Saison. Can, Demir bei Kimmich. Was auch immer. Gut. Saisonvorschau war ja wie folgt. Jetzt haben wir eine höhere Quote. Okay. Interessant. Ja, gut. Die ist, glaube ich, irgendwie nicht mehr so interessant. Gibt es noch was Interessantes zu zeigen? Ah, ich könnte mal Champions League gucken. Ich bin ein bisschen planlos, muss man ja sagen gerade. Hallo? Champions? Bayern gegen PSG am 30. Okay, ja gut, das werde ich jetzt nicht mehr zeigen. Das ist mir jetzt relativ egal. Wettbewerbsübersicht. Finale. Halbfinale. Ja. Viertelfinale. Irgendwas Deutsches noch irgendwo.
Nö. War hier noch was Deutsches dabei? Dortmund ist gegen Arsenal ausgeschieden. Na gut. Ja. Hier auch Lewandowski, klar, vorne dabei. Aubameyang, ja. Gut. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so interessant. In guter. Nice. Nice. Ah, da will man direkt wieder Spieler holen. Sind bestimmt noch. Oh, das sind Potenziale wieder. Eieieiei. Da will man. Donnarumma ist sogar. Was ist das? Maximal. Gehaltsforderung. Ha. Okay, ja gut. Also ein paar nette Talente dabei, muss ich ja so sagen. Sebastian Butt. Der Butt. Junger, guter Spieler. Guter Torwart. Butt, 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 Butt. Na gut. Ich meine, wir haben ja auch Riesentalente. Alleine Stefan Focke. Oh, das wird noch so ein richtig guter. Wenn ich weiterspielen würde. Gut. Ah, wir können ja zweite Liga können wir mal zu gucken, ne? Zweite Bundesliga, ja gut, das ist klar. Mainz ist Erster geworden, das sehen wir schon mal. Mainz und Bielefeld aufgestiegen. Braunschweig hat es leider nicht geschafft. Düsseldorf bleibt in der zweiten Liga. Pauli ist leider abgestiegen, so wie Paderborn und auch Regensburg. Jo. Die Stärke? Was aus der dritten Liga? Dritte Liga gibt's nichts zu sehen. Warum nicht? Weil ich die nicht drin habe. Weil in der Beta keine dritte Liga dabei war. Genau, das war's. Gut. Ich glaube, das war's. Kann ich euch irgendwas noch erzählen? Ich glaube nicht, ne? Mein Profil. Der Freddy Yeti. 200 Tore erzielt. Das ist nochmal schön zum Ende. 200 Tore. Durch den Nachspielzeittreffer. Ansonsten 9 Nachspiele, 58 Siege, 18 Unentschieden, 13 Niederlagen. Ich finde das voll in Ordnung für so ein Team. Der FC hat sich richtig gemausert zu einem Top-Team. Finanzen sind sicher. Oh, könnte ich gleich mal drauf gucken. Ist richtig viel wert geworden. Ehrgeiziges Team, was finde ich richtig schön ist. Wieder im Europapokal mit dabei. Wie sind denn die Finanzen jetzt? 46 Millionen. Jetzt haben wir doch bestimmt schon Kredite, ne? Genau, hier. Monatlich 83.000, ja, das ist okay. Bis 2030 noch Schulden wieder, ey. Weißt du, da denken wir, ja, wir sind wieder schuldenfrei ab Ende des Jahres hier, ne? Ach, ein Scheiß, ey. Ach, du Kacke. Ja, gut, aber 46 Millionen. Ich weiß gar nicht, ist da schon das Geld von. Von Dingsbums 34 Millionen. Nee, ich glaube nicht. Da ist noch nicht das Geld weg von Vita ab. Prognose. Es wird immer weniger. Auch wie schön. Echt? Ernsthaft? Oh, jetzt speichert das. Na gut. Ich glaube, das war's jetzt. Das war's mit dem Let's Play. Mit dem FC. Ein Football Manager. Demnächst wird der Journeyman starten, sag ich mal. Der Wander-Yeti. Der Wander-Yeti, der Wander-Yeti, de, 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 de. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Reise mit dem FC hier gefallen. Nach Europa, in die Bundesliga und wieder nach Europa. Lasst gerne zum Abschluss nochmal ein Däumchen da und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat im Allgemeinen. Oder lasst schon mal ein Abo da, wenn ihr den Wander-Yeti nicht verpassen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, wenn es wieder heißt Football Manager 2019 mit dem Yeti. Dem Wander-Yeti. Da, 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 da. Ciao.